It's adventure time. Come on, grab your friends. We go to very distant lands with Marcus and Nunu and Kerstin and Carsten. The fun will never end. It's adventure time. Gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Aha, der Fußboden im Prätorenschlafzimmer wird ausgewechselt. Und ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen, ein Händler exotischer Güter. Gucken wir mal, ob Kerstin uns einen guten Deal machen kann hier. Oh, und Carsten ist schon wieder beim Beleidigen von irgendwem. So, schauen wir mal. Chinchillas könnten wir besorgen. Wir haben zu viele Esel. Nashorn. Hier, unsere beiden. Wir haben es tatsächlich geschafft, in der Zwischenzeit zwei Riesenfaultiere zu zähmen. Leider beides Weibchen. Das heißt, so können wir keine Zucht aufmachen. So. Was können wir sonst noch verkaufen hier? Rauchblatt ist immer gut zum Verkaufen. Der Glücklichmacher, den bauen wir eh nicht ein. Das ist quasi so eine Art, wie sagt man, Glückseligkeitsimplantat, das aber dazu führt, dass die Leute halt komplett ihren Antrieb verlieren und alles. Also verkaufen wir das mal. Ah, Mist, das ist alles, was wir handeln können hier. Nur Esel wollen die. Und unsere Riesenfaultiere, die behalten wir aber. So. Was ist Carsten hier? Fressattacke Sissi, okay. Das hat ja nichts mit Carsten zu tun. Ah, Carsten beleidigt Bench. Da beleidigt er mal den richtigen. Die Akzente von Bench. Oh, okay. Nee, wecken will er Bench trotzdem nicht. Kluge Entscheidung. Da läuft unser Riesenfaultier rum. Was jetzt beleidigt Carsten? Wieder Markus und Kerstin. Carsten beleidigte die Gewissenhaftigkeit von Markus. Okay. Während Markus gerade Fußboden verlegt, steht Carsten daneben und sagt, du bist aber nicht sehr gewissenhaft. Du siehst aus wie eine Hummel. Wer ist Cross? Wo kommt Cross her? Ah. Sich wieder einer angeschlossen scheinbar. So, wo? Markus trägt Holzhack. Jetzt verfolgt Carsten wieder Markus. Was soll das? Da eben so schön Bench beleidigt. Markus beleidigte die Ehre von Carsten. Carsten beleidigte die Kleidungswahl von Markus. Ja gut, Markus läuft in einem Pelzmantel rum und mit Zylinder. Sissi sagte Markus etwas über große Leute. Okay. Also, wie man sieht, haben wir jetzt, das ist hier quasi Carstenhausen. Hier sind Carsten und Kerstin eingezogen und wir haben jetzt hier zumindest genug Nahrung. Dann haben wir angefangen, die Mauer auszubessern und gegen eine Steinmauer zu ersetzen. Ja, es fehlt immer noch jemand, der hier gewissenhaft putzt. Wir haben jetzt hier Cross schon drauf ausgerichtet, das Crossputz, aber solange hier noch Tierpflege und Baujobs sind, wird das erstmal nicht. Wir können ja mal das auf zwei stellen. Dann ist Putzen höhere Priorität. So. Markus konnte feine Fliese aus Granit nicht konstruieren. Der Versuch hat einige Rohstoffe verbraucht.
immer noch unwürdiger Thronsaal, unwürdiges Schlafgemach, aber das liegt doch daran, dass das gerade so ein bisschen eine Baustelle ist. Okay. Wo wohnt eigentlich Cross gerade? Da, im Billardraum, okay. Mal gucken, was ist Cross für eine Person? Carsten, schwerer Zusammenbruch. Gucken wir mal, was Carsten jetzt schon wieder über die Leber gelaufen ist. Hier Bedürfnis. Wurde beleidigt. Ja, ist kein Wunder, Carsten. Wenn du mal anfängst zu beleidigen, dann irgendwann, ne, machen die Leute dann auch Beleidigungen zurück. Müde, Pessimist, hungrig, beschädigte Kleidung, ungemütlich. Okay, der findet Kerstin als seine Ehefrau immerhin so gut, dass seine Stimmung um 2 Punkte steigt. Das ist fast halb so hoch, wie seine Stimmung steigt, dadurch, dass er eine leckere Mahlzeit gegessen hat, eine geräumige Umgebung hat. Katharsis plus 40, meine Fresse, das ist ja echt gruselig hier. Vielleicht sollte Carsten einfach mal schlafen gehen, dann wäre hier der zweitgrößte Grund für seine miese Laune, hätte sich dann schon erledigt. Können wir ihm nicht auftragen. Warte mal, wir machen Beschränkungen. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? 17 Uhr. So, 17 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, soll Carsten jetzt einfach mal schlafen. Fertig ist. Wenn er das nicht von alleine macht. Sehr gut. Hat er immer noch seine beschädigte Kleidung. Gucken wir mal, was an seiner Kleidung beschädigt ist. Hauptsächlich der Helm. Soll er halt den Helm ausziehen. Fertig. Ja, jetzt ist er da rausgefallen. Sehr gut. Gut. Carsten jetzt immer noch sauer. Ja, wurde beleidigt, ist Pessimist und Kerstin hat seinen Schlaf gestört. Was ist denn jetzt mit Cross los? Cross ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war unansehnliche Umgebung. Ja, dann mach halt sauber. Ja, der Fußboden kommt gut voran hier. Okay, der Handelsschiff ist außer Reichweite. Und hier unten bauen wir auch neu an. Können wir mal ein paar Lampen hinbauen hier. Aber der Strom reicht hier nicht hin. Okay. Müssen wir auch eine Leitung legen. Nuno ist im Bergbau beschäftigt. Sehr gut. Schläft ein Eichhörnchen. Okay. Cross läuft nicht mehr traurig umher. Sehr schön. Zusammenbruch Markus. Okay, schwerer Zusammenbruch. Gucken wir mal, was Markus eine Laushörner. Das ist ja wie Katzenhüten hier. Bedürfnis. Wurde beleidigt. Ja, gut. Unwürdiger Thronsaal. Unwürdiger Schlaf. Kühl. Gestörter Schlaf. Mittelmäßiger Thronsaal. Läuft in 19 Stunden ab, läuft in 1,4 Tagen ab. Ja, wir haben mittlerweile erforscht, Teppich zu legen. Wir haben hier diese ganzen Erfindungen schon gemacht. Jetzt fehlen nur noch die fortgeschrittenen Erfindungen und die
super duper Hightech-Erfindungen, von denen wir nur bisher den Flachbildfernseher erfunden haben. Und Gehirnverkabelung, was auch immer das macht, aber das sind alles aus dem DLC neue Sachen. Okay, also. Okay, Heiko hat einen Zusammenbruch. Gucken wir mal, was. Es ist. Ach, scheiße, ja. Ich bin ja Nachteule hier. Warte. Gut, machen wir einfach mal tagsüber schlafen und dann. Von wann war das? Von. So. Ich mag es nicht, tagsüber zu arbeiten. Schläfrig, unansehnlich, in der Hitze geschlafen, beschädigte Kleidung, gestörter Schlaf, dunkel, brauchbares Schlafzimmer, geräumige Umgebung, hohe Erwartung. Meine Güte, kein Wunder. Gucken wir mal, was hier kaputt ist. Ist der Helm auch kaputt? Der Helm ist auch das Kaputzte. Sehr gut. Sehr gut. Luxuriös, gemütlich, hohe Erwartung, geräumige Umgebung, brauchbares Schlafzimmer. In der Hitze geschlafen. Nur 28 Grad ist ein bisschen heiß, ja. Ist besser, ja. Okay, Truthahnei ist im Lager verdorben. Das ist ungünstig, aber was sollen wir machen? Cross macht die Küche sauber. Wunderbar, danke. Okay. Was ist eigentlich mit Bench? Warum hören wir nichts von Bench? Stark beschädigte Kleidung, wurde beleidigt, unansehnliche Umgebung, abscheuliches Schlafzimmer, gestörter Schlaf. Aber gemütlich und hohe Erwartung und geräumige Umgebung. So, hier oben haben wir auch ein Lager angebaut. Hier ist ein königliches Bett. Ein meisterliches königliches Bett. Und hier haben wir ein normales königliches Bett. Wenn hier der Fußboden fertig ist, können wir hier das meisterliche mal einbauen. Dann kriegen wir das. Markus und Uno. Warme Kleidung benötigt. Ah, mal gucken. Dieses meisterliche Bett hat ja bestimmt auch Kunst. Oh, super. Ein Gedärm. Dieses Möbelstück enthält Gravierungen von einem einsamen, wütend schauenden Akrobat. Die Darstellung ist umgeben von 7 Schakalen. Wenn man die Augen zusammenkneift, offenbart die vertikale Komposition des Bildes einen Umriss, der einen Vampir darstellen soll, was das ganze Werk abrundet. Das ist, klingt wie was, was Markus sich als Bett ins Haus stellen würde. Insofern passt das schon. Hersteller unbekannt. Achso, das ist ein gekauftes Bett. Das ist keins, was Kerstin geschnitzt hat. Sissi frisst sich durch unsere Vorräte. Davon haben wir genug, als dass wir dafür irgendwas machen müssten. Ja, sehr gut. Alles schön sauber. Und Carsten forscht weiter. Sehr gut. Hier haben wir unsere Faultiere, schlafen bei den Yorkshire Terriern. Ob das eine gute Idee ist, wird sich zeigen. Coole Sache. Und die Mauer wird langsam fertig. Ah, und die neuen Räume hier unten sind auch fertig. Da können wir dann vielleicht ein Zimmer für. Forschung abgeschlossen, Herstellung von Go-Juice. Go-Juice ist, glaube ich, hier die Amphetamin, das Amphetamin-Äquivalent. Das könnten wir jetzt herstellen, wenn wir wollten. Kann man gut verkaufen, habe ich gehört. Hydrokulturen. Hydrokulturen sind sehr gut. Dann kann man im Winter im Inneren Nahrung anbauen, wenn man draußen die Felder nicht bestellen kann. Ach, es ist schon wieder hier. Es ist schon wieder Beeren auf den Feldern, die keiner reinträgt. Kann nie Träger sein, okay. So.
dafür bauen wir die Nahrung ja nicht an, dass sie dann liegen bleibt hier. Gut, da liegen 3 Kartoffeln. So. Weil Bench muss hier mal aus dem Kommunikationsraum raus. Und dass das hier ein Schlafzimmer ist, ist auch suboptimal. Hier können wir gut den Billardtisch reinstellen. Ne? Na, aber dazu brauchen wir hier erstmal Türen und die Wände müssen. Tür aus Stahl. Zu wenig Stahl. Wir haben keinen Stahl mehr. Okay. Haben wir Holz. Holz haben wir jede Menge. Gut, dann machen wir Tür aus Holz. So. Zack. Da. Das war verkehrt. Dupdidu. Zack, zack. Und hier nochmal. Zack. Und dann müssen wir die Wände noch glätten. So. Sehr schön. Hier, dass Sissi hier schlafen muss, wo ständig die Faultiere durch den Raum trampeln, ist auch eher ungünstig. Das sieht man an diesen roten Zs, die manchmal auftauchen. Das heißt dann immer, Schlaf wurde gestört. Markus sitzt in seinem unwürdigen Thronsaal und ruht sich aus. Okay. Ah, siehst du, das sieht doch schon viel besser aus hier mit dem Fußboden, oder? Ist aber immer noch unwürdig, Bodenbelag. Weil wir wahrscheinlich noch nicht ganz fertig sind, diese 4 Teile fehlen noch. Ich meine, nur haben wir hier diese Adelstitel, ne? Aber die Leute machen trotzdem jede Arbeit. Insofern hat es bis auf die Außenwirkung auf dieses Land der Ewigkeit-Fraktion da, es hat überhaupt gar keine Auswirkung. Ah, der Mais ist fertig, sehr gut. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass die Kühlung ausfällt und das alles verrottet. Das wäre dann ungünstig. Okay. Ein Steinziegel hergestellt. Warum ist niemand am Schneidern? Offenbar brauchen wir wieder heile Kleidung. Beschädigte Kleidung. Immer noch 7 Leute beschädigt. Was ist denn jetzt schon wieder, Carsten? Gefällt dir denn jetzt schon wieder nicht an die Kleidung? Ziemlich große Löcher. Okay. Er hat den Helm wieder aufgesetzt. Ja, dann kein Wunder vielleicht. Jetzt sollten wir da mal einen neuen Helm machen oder so. Neue Helme in Auftrag geben. Neue Kleidung schneidern. Obwohl dafür ist eigentlich der Winter da für die Kleidung. Ach, siehste, ist der Thronsaal immer noch unwürdig? Nein, nur noch das Schlafgemach. Sehr gut. Dass wir einen hinstellen, der jetzt hier konstant sauber macht, das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht hier. Sogar das Landefeld wird gefegt. So, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht mal, was wir tun können, den Schwierigkeitsgrad anheben, weil momentan spielen wir, darum geht es uns auch so gut gerade, spielen wir auf easy peasy Szenario mit gechillten Gedönsgeschichten und so. Und hier haben wir, ach nee, das ist das der, auf Optionen. Und hier konnte man zumindest früher Erzählereinstellung ändern. Genau, jetzt können wir sagen, hier friedlich ist ein bisschen dröge mittlerweile, außer dass die Leute sich ab und zu beleidigen, passiert hier nichts. Könnten auf einfach gehen oder auf mittel.
Gehen wir mal auf einfach und auf Cassandra. So. Es ist erst Frühling und die Vorratsräume sind schon fast voll. Das ist sehr gut. Was wir auch machen könnten in den Küchen, ist, wir könnten einstellen, dass hier Pemmican hergestellt wird. Das ist diese Trockennahrung. Bis wir... Ne, machen wir mal für immer. Für immer ist gut. Koche einfach, koche leckere Mahlzeit. Dann bist du... Tausend-Tast. Zack. Zack. Dann hätten wir auf jeden Fall, wenn jetzt, sagen wir mal, die Kühlung fällt aus irgendwelchen Gründen, was jetzt passieren kann, weil wir haben den Schwierigkeitsgrad angehoben und die ganze Nahrung verrottet uns, dann bleibt wenigstens... diese appetitlichen Trockenfleischhaufen wären noch essbar und wir würden erstmal nicht sofort verhungern. So, also wir haben hier draußen auch schon so ein bisschen Verteidigungsanlagen errichtet. Hier sind Sandsäcke schon. Ich habe noch keine Geschütztürme oder sowas aufgebaut. Das kann man dann auch noch machen, weil die verbrauchen sehr viel Strom. Und wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad war bisher so überschaubar. Aber jetzt ist unsere Mauer fast fertig. Jetzt kann man vielleicht mal dran denken. Zu wenig vorhanden. Sind hier zu wenig Materialien, frage ich mich. Oder warum wird das hier nicht fertig? Haben wir noch Stoff? Wir haben keinen Stoff mehr. Naja, der wird bald fertig hier. 51% Wachstum, 68% gewachsen. Was brauchen wir sonst noch hier für die... Ja, wir brauchen nur den Stoff. Alles andere ist fertig scheinbar. Okay. Ja, Quest aktiv, das Banditenlager. Pete Marshall, Ratsvorsitzender der Fraktion Nordwest an Yusia, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Außenweltler von einem nahegelegenen Lager aus ihre Karawanen. Das Lager gehört zu der Fraktion Ost-Orkolior. Pete hat uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, es sollen alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Pete meint, dass dort... ein Banditenlager ist. Wenn wir Erfolg haben, wird deine Beziehung zur Fraktion Nordwest Anusia um 30 Rufpunkte verbessert. Das machen wir mal nicht, weil wir sind nicht Pete's Söldnertruppe hier, die mit Bench Carsten und Kerstin loszieht, um irgendwelche Banditen auszuschalten. Aha. Das ist okay. Achso, das darf nicht zerstört werden. Das ist auch ein Denkmal. Okay. Ah, der Reis ist fertig. Sehr gut. Wieder mehr Nahrung. Also das Essenproblem haben wir hingekriegt. Aber wir brauchen jetzt Kleidung. Brauchen wir. Das heißt, wir müssen... vielleicht einen zweiten Nähtisch bauen hier irgendwo hin. Weißt du was?
Bench kann woanders schlafen. Bench kann hier unten schlafen. Fertig. Dann bauen wir hier. Dann bauen wir hier oben noch einen Schneidertisch drin und reißen vielleicht die Wand ein hier. So. Bench. So. Ah ja, das bleibt da stehen. Ach so, das ist kein Felsen, sondern das ist schon Wand. Sehr gut. Den schauen wir mal. Elektrische Nähmaschine. Brauchen wir auch wieder Stahl dazu, das wir nicht haben. So, Buffalo-Wolle. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo Stahl finden hier. Hier ist noch Stahl. Sehr gut. Können wir mal hier abbauen. Unwürdiges Schlafgemahl. Was ist... Ach so, das ist immer noch der scheiß Fußboden, der nicht fertig wird. Ja, können wir gerade momentan nichts dran machen. Ah, nee. Jetzt ist Baumwolle fertig. Sehr gut. Es geht also weiter mit dem Fußboden. Endlich wird der Teppich gebaut. Sehr gut. Aber bisher ist noch nicht wirklich viel Zusammenbruch Cross. Ja, da fehlt das Stahl fehlt. Sehr gut, ein Nähtisch ist fertig. Produziere. Machen wir mal 10 Cowboyhüte. 10 Hosen sind ganz wichtig, glaube ich. Dann 10 Hemden. Machen wir 5 Hemden, 5 T-Shirts, damit das ein bisschen. Und 5 Staubmäntel. Und 5 Parkas. Wo sind die Parkas? Da. Eine königliche Robe, ein Zylinder, ein Damenhut und ein Zylinder. So, bis du X hast. Hungernde Kolonisten, wie kann das denn sein? Ah, die Hydrokulturen sind fertig. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Rauchwandgürtel. Was auch immer das ist. Machen wir erstmal die automatische Tür. Gehen wir der Reihe nach vor. So. Okay, was war das? Davon brauchen wir nicht so viel erstmal. Hühnereis im Lager verdorben, ja. Das Dumme ist, das müssen wir all... Ah, shit. Das müssen wir alles einzeln kopieren hier, wenn wir das kopieren wollen.
Parker. Königlich Robe. Damenhut. Was? Quatsch. Zylinder. So, jetzt ist richtig. So ist die Frage, ob wir den Tisch jetzt überhaupt noch brauchen hier, aber was haben wir hier? Ein Parker und ein Hemd. Also ein Parker und ein Hemd sollen wir hier nochmal herstellen. Nähe ein Hemd. Nähe ein Parker. Alles andere löschen wir mal raus. Weil dieser Tisch ist nicht so gut wie die anderen beiden Tische. Guti. Okay, also das ist, hat er auch fertig gemacht hier. Sehr gut. Das ist doch ein schönes neues Arbeitszimmer. Und das Benchzimmer ist auch einigermaßen fertig. Gut. Dann, wie gesagt, müssen wir Sissy hier noch rauskriegen. Die kriegt mal das Zimmer, dann muss zwar immer Bench da durchlaufen, aber was soll's. Sie kriegt mal einen dunklen Teppich. Ist auch wieder nicht genug Stoff da. Aber sieh an, das königliche Schlafzimmer hier ist soweit fertig. Was wir machen können, ist das Bett hier deinstallieren. Imperialer Händler von Land der Ewigkeit. Eine Karawane der Fraktion Land der Ewigkeit nähert sich. Sie sind imperiale Händler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verbringen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das die Fraktion verärgern. Ja, das sind ja unsere Verbündeten, die hier unten ankommen. Wollen wir mal gucken, was die zum Handeln haben. Warme Kleidung benötigt, ja, geschenkt. Sind wir ja gerade bei. Müssen gleich mal gucken, wer hier zum Schneidern überhaupt abkommandiert ist. Aber die Mauer ist zumindest schon mal fertig. Das ist auch gut. Bis auf dieses Teilstück hier. Mal gucken, wie viele Steine haben wir wovon noch übrig? Wir haben Sandsteinblöcke ohne Ende. Sandstein. Dann bauen wir hier mal die Mauer fertig. So. Okay, da ist er. Dann wollen wir gucken, Markus ist der mit dem höchsten imperialen Rang. Soll der mal mit denen handeln? Warum laufen die bei Carsten durch die Küche? So bescheuert. Okay, also. Die können uns Bauteile, davon haben wir gerade 64, es reicht gerade, aber drei nehmen wir mit. Fortschrittliches Bauteil. Wenn wir Stoff kaufen würden, den wir zwar selber herstellen, aber wenn wir den kaufen würden, dann könnten wir da Teppich legen in dem Raum, wo Sissy einziehen soll. Glitzerweltmedizin haben wir 28 von, das ist eigentlich auch genug, aber braucht ja nur mal irgendwas passieren und schon wünscht man sich, man hätte die, ne? Gut, das wird jetzt alles schon ein bisschen teuer. Ne? Schauen wir mal. Rauchblattjoint, Ambrosia, MP, Löschraum, Granate, Stahl könnten wir kaufen. 302 Stahl, wie viel wäre das? 700. Das machen wir einfach mal. Dann haben wir Stahl. Obwohl, Stahl können wir abbauen und momentan haben wir nicht genug. Okay. Dann, ja, nee, kaufen wir das mal. Holz könnten wir verkaufen. Haben wir einen Überschuss an Holz? Verkaufen wir mal 800 Holz. So. Können wir sonst noch irgendwas verkaufen? Diese beiden Skulpturen, die nicht so besonders toll sind, können wir verkaufen. Machen wir das. Und die wollen keine Tiere. Okay, wenn die keine Tiere wollen, wollen die keine Tiere. Apropos Tiere. Wir könnten mal gucken.
Hier sind zwei Yorkshire Terrier, die wir abrichten können und ein Esel. Ach Gott, jede Menge trächtige Pferde, Geißen und das, ich sehe schon wieder ein riesiges Notschlachten im Winter, wenn das so weitergeht hier, weil wir haben kaum Heugras auf Lager. Okay, es gibt nur weibliche Riesenfaultiere, von denen wir schon welche haben. Wir bräuchten männliches zur Zucht. Also gehen wir das Risiko, die drei zu zähmen, einfach mal nicht an. Puma, Geiß könnten wir mal jagen, diese wilden Geißen hier. Wildschweine, die wehren sich in der Regel. Lassen wir mal lieber bleiben. Truthähne, Rotfuchs ist, glaube ich, noch machbar für uns. Nicht die Boomratten. Und hier Hase, Ratte. Kann man auch lustig Ragout von machen. So, brauchen wir die Tiere, die wir gezähmt haben, nicht umbringen. Titel benötigt Schlafgemach. Einer deiner Leute hat einen Adelstitel, der ein eigenes Schlafgemach erfordert, aber es ist kein Schlafgemach zugewiesen. Markus, wie... Ach so, ich hab das Bett deinstalliert, weil wir wollten ja dieses tolle, super-duper Dingsbums-Bett installieren hier mit dem Gedärm Kunstwerk drauf. Es ist so ein schickes HR Gigabett. Eigentlich passt der rote Teppich nicht. Müsste ich durch schwarzen Teppich ersetzen, aber wollen wir mal nicht. Ist halt rot wie Blut jetzt. Fertig. Markus. Wo schläft Markus? Markus schläft im Gemeinschaftszimmer. Das ist aber hier nicht so gedacht. Du sollst dir mal das Bett schnappen. Und das mal schnell nach den IKEA-Anweisungen aufbauen. So. Zuweisen. Und Markus da. Zuweisen. So, jetzt sind alle zufrieden mit ihrem Schlafzimmer und mit ihrem... Wir haben hier sogar noch ein königliches Bett. Ist das besser als dieses Masterwork-Bett, was Kerstin und Carsten haben? Wahrscheinlich schon. Aber machen wir hier unten mal einen neuen Schlafsaal. Bench Hausgast. Benchs Arbeitsbezeichnung ist Hausgast. Und das habe ich nicht eingegeben. Das hat der Computer bestimmt. Beschädigte Kleidung immer noch sehr viel. Können wir gucken, wo die jetzt hier am Schießen sind. Ist das Carsten? Ja, Carsten jagt eine Ratte. Mit einem Maschinengewehr, okay. Die Ratte hat verloren. Oh ja, ja gut, mit dem Maschinengewehr. Ist die Frage, wie das dann noch schmeckt, wenn das komplett durchlöchert ist, ne? Aber. Da haben wir das Problem. Sonnenfinsternis. Einer der Monde dieses Planeten hat sich vor die Sonne geschoben. Eine Sonnenfinsternis hat begonnen. Das sorgt dafür, dass diese Solarzellen hier keinen Strom mehr liefern. Wir haben allerdings auch zwei Windräder. Und hier unten haben wir geothermisches Kraftwerk und da oben haben wir auch eins. Also sollten wir eigentlich relativ sicher sein. Mal gucken, mal die Batterien beobachten. Wir haben immer noch Überschuss, sehr gut. Ein Grizzlybär macht Jagd auf Steinbockkalb. Was macht das Steinbockkalb da draußen? Oh, der läuft einfach bei uns rein. Und hat sich jetzt mit dem Pferd angelegt hier. Mal gucken, wer gewinnt, Bär oder Pferd. Also ich tippe auf den Bären. Und jetzt... Oh, toll. Super. Fünf Stunden.
Erfolgt bereits. Okay, Sissi. Behandelt das Tier. Aufgrund der schlechten Gesundheit eine Fehlgeburt. Sehr gut. Aber Pferd überlebt. Sehr gut. Meine Güte, das ist ja echt hier dramatisch. Und dabei ist noch kein wirkliches Ereignis, was uns... So, Zusammenbruch. Carsten Cross. Gehen wir mal hier und geben... Ah, nee. Sieht hier zu schlecht aus. Quest verfügbar. Ein Zuhause für Hermann. Anna Kiokos Kiokos, Ritterin der Fraktion Land der Ewigkeit, hat ein dringendes Anliegen. Sie möchte, dass du dich in Atandan über einen Zeitraum von 13 Tagen um ihr Lieblingshaustier, eine Boomratte namens Hermann, kümmerst. Hermann ist verwundet und kann möglicherweise nicht mehr gehen. Hermann ist ein Geschenk, das dem Kind von Kiokos für eine Hochzeitszeremonie versprochen wurde. Eine Boomratte, die nicht laufen kann, wird einem Kind für eine Hochzeitszeremonie versprochen. Okay. Um die Hochzeit zu verhindern, hetzt Fraktion die Leute der Fläche Ureinwohner auf das Tier. Du solltest zu Hermann bei dir aufnehmen, würden 6 Überfälle in folgender Größenordnung stattfinden. 3 Bogenschützen, 2 Büßer, 1 Jäger, 2 Krieger. Nach 13 Tagen wird ein Shuttle eintreffen, um Hermann abzuholen. Falls Hermann es lebendig auf der Shuttle schafft, wird dem Kolonisten, der die Quest übernommen hat, 12 königliche Gunst von... Und wir bekommen Luziferium und Uran. Das wollen wir beides nicht haben. Luziferium ist eine Droge, die man nimmt und dann stirbt man unwiederbringlich irgendwann. Und also spätestens, wenn man aufhört, die zu nehmen. Und da wir keinen unerschöpflichen Supply an Luziferium haben, wollen wir überhaupt gar nicht davon süchtig werden. Und ja, Uran brauchen wir so dringend nicht. Also lassen wir das mal bleiben. Vor allen Dingen 6 für eine nicht laufen könnende Boomratte, die explodiert, wenn sie stirbt, ja, nicht sterben darf und die 6 Überfälle nach sich zieht. Also tut mir leid, nein, danke. Nein, danke. Es wäre mal schön, hier ein bisschen Action zu haben, aber nein, danke. So, ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Zeit, also sage ich mal für heute tschüss, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, ein bisschen warme Kleidung für die Leute herzustellen. Bis denn. Venture time, but not with Bench. Bench must go to another place, so we get silver, and Bench is not here.